der Kleine sagt. Short it gone im Biertag, die Zeiten sind hart. Hey, hör mal, was der Kleine sagt. Short it gone im Biertag, die Zeiten sind hart. Willkommen auf meinem Kanal. Okay, kann nichts sein, ich tue wir. Und heute spielen wir Free Diver. Und das Spiel ist von Call of Duty, hat Survive und kostet 7,39 € auf dem Steam Store. Und ist am 30. Mai erschienen. Und ich spiele jetzt. Ich spiele jetzt nochmal. Ich habe es schon vorhin nochmal ein paar Mal gestreamt, aber da war die Leistung jetzt nicht gut genug. Ich habe jetzt nochmal die Auflösung von 4K auf Full HD. Runtergeschraubt bei Windows-Auflösung. Und jetzt hoffe ich mal, dass alles funktioniert. Hier kommen noch die Grafikeinstellung. Ich lasse es mal auf Medium, dass es später nicht problematisch wird oder so. Also ich denke mal, würde auch high gehen, aber ich lasse mal so, hatte ich schon vorhin. Okay, jetzt machen wir ein Menü-Game. Und los geht's. Hi, Tobak. Is your name Dr. Lindstrom? We found this key card attached to your sleeve. Oh, I... Wenn du dabei bist. My name so, los Ren. Geht's. Ren Tanaka. Dr. Lindstrom. Es gibt auch hier eine Story. My boss. I'm Yash Lahari. I'm with the Bali Coast Guard. Actually, I work at the front desk, but I speak English, so they... They said you were involved in a shipwreck. Do you remember anything? Were there any other survivors? We didn't find anyone. Can you tell us what happened? According to the transcript of a distress call, your ship is the RSV Triton? Yeah. It's a research vessel. What were you researching? We discovered some archaeological ruins in a blue hole off the coast of Indonesia. Das ist leider nur auf Englisch, aber also die Lippensignal ist auch gut eigentlich. Ich verstehe das aber nicht entscheiden. Wir sind gleich geschlagen. Jetzt sind wir schon. Okay, so nice, meine Tutorial. Also hier hat man kein viel Locomotion oder Teleport oder sowas. Hier bewegt man sich mit, wenn man so schwimmt. Und man hat nochmal die Trigger gedrückt. Die beiden. Hier. Und mit dem Touchpad hier kann man auf die Gegenstände, wenn man drauf geht, das halten. Anteile oder da kann man irgendwie also auf die Gegenstände halten. Ja. Machen wir den linken, also hier untere, obere und nicht unter. Das ist schön nach unten. Das ist mal ein bisschen. Ich muss mir echt die Oculus Rift S kaufen. Das Mixed Reality ist nicht so schlecht, aber dennoch. Okay, then. The cave is 50 meters away. Don't worry. We will be monitoring you on the camera. Wir nach unten. Your watch will alert you when you need to surface for air. Ah, shit. Hier ist das Mikrofon, ja. So. Ich hoffe, man hat mich trotzdem verstanden. Die Arme tun echt dann weh, wenn man öfter immer so. Man schwimmt hier, Alter.
Das ist echt cool. Also, das kann man doch besser spielen als ich. Also, wenn ihr Spiel spielen wollt, also macht die Auflösung auf Full HD, falls ihr auf 3840 mal 2160 habt. Halt im 4K. Hat sich auch gehabt und ja, deswegen konnte ich es nicht. Ich weiß jetzt, was das ist, aber jetzt ist unsere Sauerstoffanzeige. Und wenn die sinkt, dann auf 0, dann sterben wir. Also müsst ihr auch immer rechtzeitig abtauchen. So Erdoberfläche. Auftauchen. Also, okay. Also sieht schon sehr gut aus. Echt atemberaubend. Also macht doch jetzt voll Bock. Ist doch flüssiger jetzt. Ja, das hier. Und hier könnt ihr die Sauerstoffmaske nehmen. Wie gesagt, mit dem Touchpad und einfach halten. Dann könnt ihr sehen, der Sauerstoff wird aufgefüllt. Also schon coole Sache. Echt realistisch. Also kommt echt gut an. Ja, ich tauche mein Leben. Also das Spiel sieht echt gut aus. Ich denke mal, weil es so ein Unterwasserspiel ist, haben sie viele Details und deswegen braucht man, muss man Details ein bisschen runterschrauben. Sonst habe ich auch 4K auf Pavlov oder auf Contractors und da geht es eigentlich. Aber trotzdem ist die Auflösung noch so gut, passt schon. So. Ihr seht, man muss die Arme bewegen. Das ist schon ein bisschen in der Zeit gewöhnungsbedürftig. Ich muss jetzt sich dran gewöhnen. Ja, super. Ich bin den Fernseher getroffen. Okay, also hier kann man auch die Richtung ändern. Wie gesagt, habe ich jetzt vergessen. Kann ich jetzt hier vorne zum Beispiel, wenn die Kamera hier ist, kann ich auch von hier streamen. Und die können mich auch von vorne sehen. Wie gesagt, ich habe es jetzt vorhin vergessen. Sonst geht das. Okay. Müsste. Ich schwimme einfach. Das ist schon echt geil. So. Okay, ich habe noch 43% Sauerstoff. 43. Also muss ich schnell tauchen. So. Okay. Ja. 27%. Ihr müsst euch hier festhalten, den Touchpad nach unten. Haltet hier. Okay, jetzt könnt ihr wieder schwimmen. Guck gleich wieder in Live-Chat, ich muss hier. Ich hab noch, shit, ich hab noch 0%. Ich bin schon tot jetzt. Gestorben. Das gestern 5 Minuten gestreamt. Das geht schon in die Arme. Ja, es. Ich stream das jetzt schon zum letzten Mal und wir haben die Arme schon davor hier getan. Und wie gesagt, es macht schon Bock. Ja, jetzt läuft es auch flüssiger. Wo ich die Auflösung ein bisschen runtergeschraubt habe. Das macht doch Bock. Also. So. Das ist schon genial, also, dieses Taubenspiel.
wieder Luft atmen und. Ach, verdammt. Muss genau aufpassen. Wenn euer, wenn es hier markiert ist, dann ist es drauf. Ja, und sonst. Bis ja nochmal bis hinten. Okay, 46 Prozent. So. So, mein Arm tut schon jetzt weh. Aber. Sei es drum. Ah, verdammt, schon wieder vergessen. Moment, diese Türchen. So. Zu sehr an der Wand. Das ist auch viel besser, wenn man eine größere Fläche hat. Dann passiert das nicht. Aber in meinem Fall ist es jetzt nicht so. Okay, ich habe noch 90% Sauerstoff gehabt. Jetzt müssen wir hier unten. So. Ich guck gleich wieder in den Live-Chat. So. Jetzt müssen wir diese Teile hier aktivieren. Ja, ich weiß, dass ich vorhin kurz gespielt habe. Aber ich verrate jetzt nicht, was, wie es weitergeht. Das ist überraschend. Sieht schon cool aus. Wie gesagt. Fisch oder keine Ahnung. Also wir haben Abenteuer. Ja, Flappy Flappy, das war das Schlimmste. Das werde ich nie mehr spielen, ich habe das Spiel auch nicht installiert. Das werde ich auf keinen Fall mehr spielen. Aber das ist schon besser als Flappy Flappy VR. Ja. Und es geht nicht so. So, jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel. Ich habe schon meine letzten zwei Streams vorhin gesagt, wo ich ja, die Leistung nicht so gut war und alles nicht so gut gelaufen ist, weil ich auf 4K Auflösung hatte. Also, es gibt noch ein Spiel Blood and Turf, das ist neu rausgekommen. Also viele, die wegen PSVR nichts halten, wegen des Tracking und so, können es trotzdem kaufen, das Spiel ist richtig geil. Das müsste eigentlich echt auf Steam VR sein, also so ein Spiel. So geil ist das. Aber Sony macht halt die besten Spiele, kann man nichts sagen. So. Okay, jetzt sind wir. So. Okay. Das Gute ist, dass ich hier die Kamera im Winkel einstellen kann. Warte, war ich die Seite? An die Seite. Jetzt mal die Tür. Okay, so. Ihr haltet einfach hier. So, ups. Schon an der Wand. Ja, so. Also die Auflösung ist echt gut. Details sind auch sehr gut. Fühlt es echt so, dass man hier nicht. Also, ich tauche hier schon. Kommt echt realistisch rüber. Also, jetzt muss ich erstmal. Sauerstoff. Willkommen, 43% habe ich noch.
Ja. Wenn er bis 100% voll ist. Okay. Okay, ich setze euch jetzt. Stopp hier. So, jetzt kann ich das gut gebrauchen. Keine Ahnung jetzt, was das ist. Aber, okay. Karte brauche ich jetzt auch, glaube ich. Ich will mich nicht vorstellen, wie bescheuert ich gerade ausschaue. Wie ich so mit der Arm hier wedel. Aber das ist echt cool gemacht, also echt, das ist echt ein Lob dafür. Das ist echt realistisch. Was ist jetzt das? Muss man näher dran sein. Okay, 100%. Okay, jetzt muss ich hier wohl, es leuchtet hier. Ja, muss die Karte hier einlesen. Ja. Dann wird die Tür aufmachen. Nächstes Jahr. Hochtauchen, glaube ich. Na, das muss. Das kann hier. Nehme ich die. Was soll ich da machen? Das tausche ich mal. Gibt's hier irgendwas? Und die meisten Anhaltspunkte sind da, wo man das so ein bisschen leuchtet, dann wisst ihr, dass ihr da hingehen müsst. Hi Chris, wie geht's? Ja, wieso sollen wir später, falls ich noch spiele? Viel Spaß draußen. Weil ja, du hast das Spiel schon gespielt, ne? Das Spiel. Chris. Ich hab noch 41%. So ein bisschen Horror irgendwie, also in dieser Höhle. Also echt. Das ist echt etwas Horror. Und ich habe keinen Sauerstoff mehr. Okay. Das ist eine Sackgasse. Ausgang. Shit, ich bin gestorben, Alter. Ups. Was ist denn das also hier? Ich bin gestorben. Puh.
Wenn man stirbt, muss man halt davon anfangen, von Hand auf den Kapitel, also genau da, wo man aufgehört hat. So, okay, nehmen wir die Axt wieder. Okay, jetzt tauchen wir wieder nach unten. So. Man muss das schnell genug sein. Schafft man, ich muss da einfach hochgehen. Ey. Das ist echt. Ah, warte. Ich noch eine anders? Gut. Okay, ich hab's noch geschafft. Jetzt geht's mal hier hoch. Sauerstoff. Okay, ist ja 100%. Okay, also jetzt mal. Was soll ich jetzt machen? Chris, weißt du, was ich machen muss? Du hast das Spiel ja schon mal gespielt. Weiß jetzt nicht, wie lange. Ich habe mal kurz gesehen. Was ist das hier? Okay, noch 33% Sauerstoff. Tauchen wir lieber hoch. Weiter, was soll ich machen? So. Okay, ich muss, glaube ich, zu den Schacht gehen wieder. Kann ich ja nichts machen. Also, sag mal, das Spiel ist gut. Macht schon Bock und so. Ich habe keinen Sauerstoff mehr, muss ich hochgehen. So. Ja, das ist echt cool, also finde ich. Diese Anzeige da. Ich glaube, ich muss hier durch. Von diesem an der Seite genauso. Ich schau mal jetzt, was ich machen kann.
Super. Ja, was soll ich jetzt machen? Das ist jetzt. Muss ich jetzt hier irgendwas nehmen? Feuerlöscher oder so? Ich brauche einen Feuerlöscher. Ich hatte mal eine Taschenlampe. Wie würde die schon kosten? Ich glaube, hier war irgendwo eine. Ich weiß nicht mehr. Was soll ich? So. Ist alles irgendwie zu dunkel, also ich sehe fast nichts. Ist das hier? Feuerlöscher finde ich wohl hier weniger. Ich gehe mal hoch. Und wie geil ist das denn, echt jetzt? Also, ist schon echt geil. Das ist auch so realistisch. Und macht dann noch mehr Spaß, wenn es so um Leben geht. So, man stimmt ja nicht wirklich. Ist schon cool gemacht, finde ich. 70%. Wie komme ich jetzt dahin? Ich brauche da einen Feuerlöscher noch nicht. Ich weiß nicht. Ich geh nochmal da rein. Ist hier sicher nichts, Mann. Es muss doch was hier geben. Aber was jetzt hier nicht weiterkommen, ja? Ne, ich hole auf. Ich meine. Wie soll ich hier durchkommen? Ich hab nix. Ja, wenn sie tut. Wieder zurück. Puh. Soundeffekte sind auch wichtig. Gut. Okay, hier. Komme ich nicht durch. Also ich bin von dem Spiel echt begeistert. Ich komme gerade jetzt nicht weiter, aber muss mal gucken halt, aber trotzdem ist das Spiel richtig geil. Also ich kann es echt Ihnen empfehlen und das für 7,39 € ist echt ein Schnäppchen für diese Horrorerlebnis. Ah, okay. Okay. Die Axt. Was muss ich mit der Axt machen? Das ist ja die Frage. Jetzt was soll ich machen mit der Axt? Weiß ich nicht, oder? Muss hochgehen. So, Stoff. Okay, gotta keep moving. Okay, gut. So, 99.
kann ich nehmen. Das ist, glaube ich, ne. Ah, ich glaube, ich muss da irgendwas machen, wenn ich da runtergehe. Das mal. Muss die 8 jetzt? Ich, die fällt einfach so. Schauen wir mal, ob ich mit das was anfangen kann. Nee. Muss was anderes mit Dax machen, oder was? Schau mal, was ich machen kann. Richtig so. Wo war die Axt? Verdammt. Was ist hier? Warte mal. Wo war diese Axt? Ah, verdammt! Ach, das kotzt mich an. Wiederholt einmal gestorben. Ha? Ja. So. Was ist das? Hä? Pfannenwender? Soll ich mit einer Pfannenwender anfangen? Der benutzt ja der Rapunzel. Naja. Also. Ein Pfannenwender, eine Axt. War nur die Axt? Ich weiß nicht, wo die Axt war. Ich hab's voll vergessen. Puh, also, ich bin kaputt. Also, im WS ist schon alles richtig heißer. Geh auch nochmal hoch hier. Ich versuche noch hier weiterzukommen. Falls nicht geht, dann spiele ich nächsten Teil weiter. So. Okay, was ist aber, soll ich mit dem Pfannenwender machen? Das ist wirklich nicht. Wo ist das jetzt hin? Das leuchtet, ne? Also, das kann ich nicht sagen. So, was soll ich jetzt mit dem Pfannenwender machen? Ich teste mal. So. Okay, also das war's mit dem ersten Teil. Weiter. Hier war eigentlich eine Axt. Das ist jetzt der Ersatz statt Axt. Krieg ich jetzt eine Pfannenwender oder was? Ich will doch jetzt keine Eier gucken. Was krieg ich denn Pfannenwender hier? Ich check das nicht. Das ist mir echt nichts läuft jetzt. Muss ich in so ein Fenster einschlagen oder? Schau mal, kurz nochmal.
was machen kann. Das war das erste Teil von Free Devin. Free Diver. Was heißt Free Devin? Nochmal, das Spiel ist für Oculus Rift, HTC Vive und es kostet in Steam Store 7,39 € und hat keine Early Access Version, das ist einfach die normale Standardversion. Und ist alles auch super. Alles funktioniert super, ist flüssig. Also für den Preis ist echt unschlagbar. Und ich will auch mit der Windows Mixed Reality, da steht halt immer nicht drauf, aber die letzten Gameplays, die ich immer mache, ist ja hier so mit Windows Mixed Reality, also funktionieren die alle mit Windows Mixed Reality. Und ich kann es euch empfehlen, das Spiel macht echt Bock und man fühlt sich echt so, als man jetzt hier tauchen kann und unter Wasser ist und so einen Anzug hat. Also sieht echt realistisch aus. Also die Hände, die schon ein bisschen cartoonmäßig oder so etwas. Okay, also hier Spielnummer geladen, keine Ahnung, was ist. Kommt jetzt eine Fehlermeldung. Okay. Okay. Okay, ist rausgegangen, keine Ahnung. Also ich habe es schon mal gespielt und wie gesagt, das kann ich empfehlen. Jeder, der so ein Taucherspiel spielen will unter Wasser, der kann es zocken und das macht richtig Bock. Also kann ich echt empfehlen, also könnt ihr durchkaufen. Okay, also das war das Gameplay zu Freediver, Tree Tone Down. Das Spiel ist nochmal, wie gesagt, am 30. Mai erschienen. Kostet 7,39 € in Steam Store. Okay, also das war's mit dem Gameplay. Wir sehen uns beim nächsten Video. Könnt ihr einschalten. Vielleicht kommt diesen Ende des Tages noch ein Video. Mal sehen. Noch ein Livestream. Lasst euch überraschen. Okay. Also mal, wir sehen uns nächsten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.